Es ist 12 Uhr. Radio 1 News. Mit dem Adrian Sutter. Der Schulstart nach den Weihnachtsferien macht dem Verein Schule und Elternhaus Schweiz Sorgen. Die steigenden Corona-Fallzahlen durch die Omikron-Variante seien alarmierend. Der Verein fordert darum, dass der Bundesrat endlich einheitliche Maßnahmen an den Schulen einführt. Es brauche wiederholte Corona-Tests und auch die Maskenpflicht müsse einheitlich geregelt werden im ganzen Land. Es könne nicht sein, dass in jedem Kanton andere Regeln gelten, so Sabine Meni, Co-Präsidentin vom Verein Schule und Elternhaus Schweiz. Die einheitlichen Maßnahmen für Schulen gesamtschweizerisch, dass nicht dieser Fleckenteppich entsteht und man den Kantonen, die ja, der eine entscheidet, der andere entscheidet nicht, da ist einfach ja, dieser Fleckenteppich, das wird einfach mal hören. Auch für die Eltern seien unterschiedliche Regeln an den Schulen verwirrend und umständlich. Das Ziel der Maßnahme müsse weiterhin sein, dass die Schulen offen bleiben können, so Meni weiter. In Südafrikas Parlament, in der Touristenmetropole Kapstadt, ist ein Großfeuer ausgebrochen. Feuerwehrleute kämpfen seit den frühen Morgenstunden gegen lodernde Flammen an der Rückseite des Gebäudekomplexes, der die alte Versammlungskammer beherbergt. Das Dach eines der Gebäude sei in sich zusammengefallen, während einige Mauern des Regierungskomplexes Risse aufwiesen, hieß es. Videoaufnahmen zeigen dicke schwarze Rauchsäulen aus dem Gebäude aufsteigen. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Mehrere hundert Menschen haben in den Niederlanden die Neujahrsnacht bei einem illegalen Rave durchgefeiert. Angesichts eines Grossaufgebots der Polizei verließen die meisten Teilnehmer die Silvesterfeier der Gemeinde Buren freiwillig. Die Nachrichtenagentur ANP berichtete von lediglich 3 Festnahmen. Die Party im Gebäude einer alten Ziegelei hatte am Freitagabend begonnen. Auch Leute aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien nahmen an der Party teil. Die Niederlande befinden sich wegen der raschen Verbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante in einem harten Lockdown, der noch bis mindestens Mitte Januar dauern soll. Der Gartenschläfer ist das Schweizer Tier des Jahres. Pro Natura hat die Schlafmaus dazu erkoren, denn der Gartenschläfer sei bedroht, der Bestand schrumpfe seit Jahrzehnten. Wenn die Maus im April aus ihrem Winterschlaf erwache, fehle es in der Schweiz immer mehr an wildem Wald. Darum fordert Pro Natura, Bund und Kantone müssten mehr Waldreservate schaffen. Die Felche ist der Fisch des Jahres, teilte der Schweizerische Fischereiverband mit. Auch von ihr gibt es immer weniger. Viele Seen seien überdüngt oder chemisch verschmutzt, kritisiert der Fischereiverband. Radio 1 Wetter. Der Gartenschläfer mir schon sehr sympathisch. Das Wetter heute Nachmittag haben wir doch neben den Wolken, mittelhohen und hohen Wolkenfeldern ein paar Sonnenstrahlen. Nachmittag und gegen Abend tut es dann langsam wieder zu. Da gibt es dann überall mehr Bewölkung. Und auch in der Nacht ist es dann zum Teil bewölkt. Temperaturen heute milde 12 Grad. Radio 1 Verkehr. Unterwegs im Sendegebiet im Moment. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.